Willkommen digital, schön, dass Sie mit dabei sind, entweder jetzt im Livestream oder auf all unseren Plattformen, auf YouTube, VisiTube oder Radio Soul uns zuhören. Das Schöne für mich an diesem Format ist, nach so viel langer Arbeit im Fernsehen, dass ich mal richtig so sein kann, wie ich bin. Und ich muss sagen, ich bin momentan nicht gut drauf. Also wie es Ihnen geht, also die letzten 2 Jahre, gut, brauchen wir nicht besprechen, wie es maybe sie für jeden waren, aber wo jetzt, wo man gedacht hat, dass sich ein bisschen kreativ was tut, habe ich das Gefühl, es wird irgendwie noch zarter und noch eigenartiger. Und mittlerweile ist gar nicht mehr so die Behörden oder die, die uns lenken, die mir jetzt irgendwie Sorgen bereiten, sondern eigentlich die Mitmenschen. Weil ich denke irgendwie, es ist doch irgendwie klar, dass sich jetzt was verändert und dass wir nicht in dieser alten Welt bleiben und so weiter. Aber ich scheine so zu sein, dass die Menschen sich doch lieber daran klammern. Was hat Goethe gesagt? Der Mensch wählt lieber den gewohnten Schmerz als das Glück im Ungewissen. Und das macht mir jetzt einfach ein bisschen Sorgen. Und wir wollen aber in dieser Stunde wieder ein bisschen dazu beitragen, uns zu überlegen, das große Fragezeichen, was kann kommen? Alternative Gesellschafts- und Geldsysteme heißt unsere heutige Ausgabe. Also größer geht schon nicht mehr. Also, aber ich darf meine kompetenten Gäste begrüßen. Universitätsprofessor Dr. Franz Hörmann. Grüße Gott. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Danke für die Einladung, bin gern mit dabei. Wirtschaftswissenschaftler, also sozusagen der Mann, der sich wirklich auskennt, und der Ingenieur Gerd Pellegrini, wir kennen uns schon lang, Radio Soul Gründer. Ich weiß von dir, dass du dich schon sehr, sehr lang mit alternativen Geldsystemen beschäftigst. Du bist wirklich ein Vorreiter, ein Visionär. Wollen wir einfach einmal sozusagen anfangen mit der Basis. Die Basis ist, jetzt haben wir doch erlebt die letzten 2 Jahre, immer gehört, es gibt Staatsverschuldung und so weiter, und plötzlich waren Milliarden von Geldern da. Die wurden irgendwo hergeholt, keine Ahnung, für die größte Gesundheitskrise aller Zeiten. Und jetzt, komischerweise, ist es wieder vorbei. Also was ist da passiert? Wo kam dieses Geld her? Ja, das, was wir normalerweise Geld bezeichnen, was wir Geld nennen, das ist in den seltensten Fällen Bargeld. Also Münze und Scheine. Zu über 95% handelt es sich um Giralgeld. Und das ist eigentlich Bits und Bytes im Computer der Geschäftsbanken. Mhm. Und diese Geschäftsbanken erzeugen diese, wie immer wir sie nennen wollen, elektronischen Einheiten bei jeder Kreditvergabe. Das ist das Erstaunliche. Wir sind ja immer so davon ausgegangen, dass wenn jemand einen Kredit einer Bank belehnt, dass er dann das Geld der Sparer kriegt. Also irgendjemand hat der Bank das Geld gegeben, die gibt es weiter, nicht? Also die Bank als Finanzintermediär war immer die schöne Geschichte. Und wir mussten lernen in den letzten 15 Jahren, dass das so gar nicht ist. Also Banken können auch Geld verleihen, wie sie es nennen. Müssen wir dann überlegen, ob das überhaupt eine Leihe oder ein Darlehen ist, was die da tun. Mhm. Das sie selbst erzeugt haben. Mhm. In der Bilanz, das heißt in ihrer eigenen Buchhaltung. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, dass Banken beliebige Geldbeträge neu herstellen können. Das Problem für die Bank besteht dann darin, wenn sie diesen Betrag nicht mehr zurückbekommt. Dann kann sie in wirtschaftliche Probleme geraten, aber das dauert dann meistens eine Zeit lang. Da kann man dann ein bisschen was verschleiern, ja, sich unter Umständen vom Staat, vom Steuergelderzahler wieder Geld beschaffen. Und so wurden also diese Probleme immer zugedeckt. Aber das wesentliche Problem, und das hat auch die Deutsche Bundesbank erst vor ein paar Jahren öffentlich zugegeben, dass Banken in der Kreditvergabe unser Giralgeld erzeugen. Girokonto, deswegen Giralgeld. Hm. Ganz genau, hm. Richtig. Hm. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn normalerweise, wenn jemand Geld verleiht und er führt eine doppelte Buchhaltung, dann macht er einen sogenannten Aktivtausch. Das heißt, er nimmt was aus der Kasse und stellt stattdessen die Forderung hinein. Er möchte es ja wieder zurückbekommen. Die Bank macht das aber so nicht. Die Bank bucht eine Forderung und gleichzeitig eine eigene Verbindlichkeit an denselben Menschen. Ja? Und das ist erstaunlich, denn so bucht in Wirklichkeit immer nur der Schuldner. Denn der Schuldner erhält das Geld in die Kasse und gleichzeitig entsteht die Verbindlichkeit, er muss es ja wieder zurückgeben. Wenn die Bank aber so bucht, dann kann sie bilanzrechtlich gesehen gar kein Gläubiger sein, sondern sie ist auch ein Schuldner. Und jetzt sehen wir vielleicht eine der wesentlichen Ursachen unserer nie endenden Wirtschaftskrisen bei jeder Kreditvergabe. Entstehen 2 Schuldner, der Kreditnehmer und die Bank. Ja, also wir erzeugen bei der Kreditvergabe doppelt so viel Schulden
wie wirtschaftlich eigentlich notwendig wäre. Also das System ist sozusagen pervertiert, kann man so sagen. Ja, aber diese Praxis gibt es schon sehr lange. Es gibt tatsächlich Banker beispielsweise, die berufen sich in dem Kontext sogar auf Gewohnheitsrecht, was ich komplett ablehnen würde. Nicht? Denn es ist ein Faktum, dass diese Praxis der Banken nirgendwo in keinem Land der Welt gesetzlich genehmigt ist. Ja? Es gab eine Anfrage in die Deutsche Bundesbank vor ein paar Jahren, was ist denn eigentlich die Rechtsgrundlage für diesen Vorgang bei der Kreditvergabe, dass die Banken da das Geld erzeugen, schöpfen? Und die Antwort war, im deutschen Rechtssystem gibt es dafür keine Grundlage. Das deutsche Recht geht vielmehr von der Geldschöpfungsmöglichkeit der Banken aus. Das heißt, man hat hier eine Gesetzeslücke, ob die versehentlich oder bewusst konstruiert wurde, sei mal dahingestellt, ja, einfach umgedeutet, teleologisch, und gesagt, der Gesetzgeber weiß, dass er das nicht regeln muss. Also das System ist, weil es so ist und weil wir uns allesamt zu 99% nicht auskennen. Ja, aber das ist natürlich eine Katastrophe. Denn wenn wir uns anschauen, was dann in der letzten Bankenkrise 2008, 2009 passiert ist, da haben ja tatsächlich Nationalstaaten mit Steuergeld die Banken saniert. Und genau das Gleiche ist schon Ende der 80er Jahre in den Vereinigten Staaten in der sogenannten Saving and Loan Krise passiert. Dort wurden 3000 kleine zusammengebrochene Sparkassen mit Steuergeld wieder gerettet. Dann wurden sie ganz billig, ja, zum Schleuderpreis an mutige Investoren verkauft. Und unter Reagan, Neoliberalismus, hat man dann gesagt, die werden jetzt überhaupt nicht reguliert, weil der Wettbewerb macht sie gesund. Und der damalige Chef der Bankenaufsicht, Amerikaner, William K. Black, hat dann ein Buch dazu geschrieben und hat in dem Buch beschrieben, was dann passiert ist. Er hat gesagt, fast alle, die diese Schnäppchenbanken, diese Pleitegegangenen dann gekauft haben, haben sich das Geld von Mafiabossen geliehen. Und kaum, dass sie die Bank besaßen, haben sie dem Mafia-Boss einen Kredit ausgereicht, der war höher als der Kaufpreis der Bank, und er hat den wieder nicht zurückgezahlt und die Bank wurde wieder aufgefangen. Ja? Also das ist ein Perpetuum mobile der Geldschöpfung am Ende des Tages auf Kosten der Steuerzahler. Und deswegen nannte William K. Black sein Buch dazu, das man heute noch kaufen und lesen kann, The Best Way to Rob a Bank is to Own One. Oder wie wir in der Vorbesprechung Henry Ford wollte ich sagen, genau, der sagt, wüssten die Menschen, wie das Geldsystem funktioniert, gäbe es vor morgen früh schon eine Revolution. Ja. Und das war vor ungefähr 100 Jahren. Stimmt. Aber wie gesagt, also diese Informationen kann man sich ja erarbeiten und man kann ja auch irgendwie sagen, ich kenne mich nicht aus, ich habe meinen anderen Beruf. Das funktioniert schon, und solange es ja mehr oder weniger einen Wohlstand gibt und wie das bis jetzt, wie wir die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre so aufgewachsen sind, kann man ja ungefähr sagen, so seit den 70ern ging es ja bergauf und seit 10 Jahren ein bisschen runter, kann man sagen, na gut, passt schon. Ne? Jetzt kommen wir aber in eine Zeit, wo wir irgendwie merken, okay, also jetzt wird es eng. Wahrscheinlich steht diese Hyperinflation bevor, also Ukraine hin oder her, ist das... Ich möchte also meine persönliche Meinung dazu bekannt geben. Ich denke, Inflationen und vor allem Hyperinflationen, die werden immer bewusst losgetreten. Das ist kein Zufall und das passiert auch nicht ganz einfach. Denn wir dürfen ja nicht übersehen, worum handelt es sich denn eigentlich bei einer Inflation? Bei der Inflation handelt es sich um einen Preisanstieg ganz bestimmter Güter und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Korb versammelt sind. Nicht? Also Banken beispielsweise, die ihr Giralgeld selbst erzeugen, die können ganz einfach eine Preisblase in einem Immobiliensektor erzeugen, indem sie für ganz bestimmte ausgewählte Immobilien die Kredite zur Verfügung stellen. Dann steigt dort der Preis, und wenn dann der Preis dort in die Höhe gegangen ist, dann stellen sie die Kredite fällig, dann lassen sie die Blase platzen und holen sich über ihre Vermögensverwertungsgesellschaften bei den Versteigerungen zum Schnäppchenpreis die Immobilien, die sie vorher mit dem Kredit finanziert haben. Ja? Und das sind also konstruierte Blasen, und das passiert praktisch überall. Auch das, was jetzt in den letzten Jahren zu beobachten war, also dieses Monetary Easing, ja, dass hier Unmengen an Geld erzeugt wurden, das kam natürlich nie bei den kleinen Leuten in der Realwirtschaft an. Und das hat man natürlich auch bewusst vermieden. Denn wäre das passiert, dann hätten wir natürlich tatsächlich eine Inflation losgetreten. Das heutige System hat das Problem, wir können zwar unglaublich viel Geld herstellen, wenn wir es aber dann verwenden wollen, entwertet es sich selbst. Weil wir dieses merkwürdige Dogma haben, dass nur knappe Waren ökonomische Wirtschaftsgüter sind.
wahrscheinlich schwierig jetzt zu folgen, aber man kann sich ja öfters anschauen. Aber was ich jetzt rausgehört habe, das heißt also Frage, Corona und Ukraine sind jetzt nicht eine Ursache, sondern ein Brandbeschleuniger. Das heißt, das Thema ist so oder so evident. Richtig. Und durch diese Krisen, richtig, sei jetzt dahingestellt, wie zufällig sie, richtig, passiert sind, kommen gerade recht. Wir müssen auf folgende Punkte unser Augenmerk lenken. Die Definition von Wirtschaft Economics lautet, die optimal use of scarce resources. Ja, also der optimale Einsatz knapper Mittel. Das heißt, in dem Moment, wo wir realwirtschaftlich einen Überfluss herstellen können, beziehungsweise auch nur eine Bedarfsdeckung, sind diese Güter überhaupt nichts wert. Da haben sie den Marktwert null. Wir haben aber technisch die Möglichkeit. Wir könnten das in fast jedem Bereich heute bewerkstelligen. Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist auch eine interessante Geschichte, ist es beim Geld ziemlich ähnlich. Wir sehen die Kryptowährungen, ja, also es gibt natürlich Bitcoins und Ether und etliche andere. Das heißt, da gibt es Gruppen in der Gesellschaft, auch du hast halt keine Kryptowährung, aber auch eine selbstgemachte Komplementärwährung. Ja. Das heißt, die Menschen nehmen das Geschick ihrer elektronischen Währungen plötzlich selbst in die Hand. Mhm. Und das bedeutet natürlich einen potenziellen Machtverlust für die bisherige Finanzelite. Und die Finanzelite war im Hintergrund eigentlich die Gruppe, die unsere Gesellschaft gelenkt hat. Mhm. Ja? Und diese Menschen, wenn die jetzt sehen, dass ein wesentliches Werkzeug ihrer Macht ihnen zu entgleiten droht, dann versuchen sie natürlich, sei es über die ID 2020, also über die Gesundheitsschiene oder was auch immer, andere alternative elektronische Steuerwerkzeuge in die Hand zu bekommen, ja, um das wieder zu kompensieren. Gut, da sind wir jetzt bei meinem Hauptsteckenpferd. Also ich warne ja die ganze Zeit vor der digitalen Überwachung, QR-Code. Jetzt haben wir es ja gehört, ja. Wunderbar, unser Digitalisierungsministerium möchte ab 1. Juli ja quasi das alles neu machen. Und das ist ja ganz super für uns, wenn wir dann alles am Handy haben. Gerd, du beschäftigst dich schon so lange damit, jetzt hast du natürlich einen ziemlichen Ursprung. Kannst du mal ganz kurz versuchen, dein System einmal so anzureißen? Ja, ich wollte vorher noch einhaken. Und zwar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass Geld in Unmengen erzeugt wird. Mhm. Also es stellt unglaublich viele Dinge in unserem praktischen Leben plötzlich total ins Absurde, wenn doch Geld eh in Unmengen erzeugt werden kann. Wir müssten keine Hungernot leiden, wir müssten eigentlich auch nicht einmal Steuern zahlen, wir müssten ja ganz viele Dinge gar nicht so machen, wie es jetzt eigentlich uns vorgegaukelt wird, dass es getan werden muss. Und das Arge ist ja, dass wir mit einem Geld arbeiten, mit einer Geldmenge, mit einem Umlaufkapital, das wir nicht selbst erzeugt haben, sondern von einer nicht demokratisch gewählten Elite-Gruppierung erzeugt wird und mehr oder weniger teuer an uns verliehen wird. Mhm. Also es ist, wir sind immer in einem Schuldverhältnis. Mhm. Und selbst, ich kann mich erinnern, als der Altkanzler gesagt hat, Bundeskanzler, hat er gesagt, und ja, ich bin stolz auf uns, wir haben jetzt Gelder bekommen mit einem Negativzins. Wow, das bedeutet ja, wenn sich die Regierung Geld ausborgt, dass sie sogar einen Bonus bekommen. Aber was steckt dahinter? In Wirklichkeit wird die Abhängigkeit größer. Also immer wenn wir uns Geld irgendwo ausleihen, um damit wirtschaften zu können, sind wir auch gleichzeitig abhängig von denen, die es uns borgen. Die können jederzeit sagen, zurück damit, was auch immer. Also sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir einfach uns wirklich allesamt überlegen müssen, lassen wir uns das jetzt noch weiter gefallen, das klingt ein bisschen revolutionär vielleicht so, weil freiwillig wird sich das System jetzt nicht verändern, deswegen werden wir entweder kreativ oder destruktiv werden müssen. Also zur Freiwilligkeit, also ich muss sagen, dieses Geldsystem funktioniert wunderbar für einen kleinen Teil der Menschheit. Mhm. Also und die haben es in der Hand, also warum sollen die was verändern? Das ist großartig für sie. Aber auf unserer Ebene, also ich würde sagen 95%, wo auch immer diese Prozentzahl liegt, aber für die funktioniert das nicht optimal. Und ich glaube, dass deswegen die Veränderung eben von dieser Basisebene kommt, von diesen Menschen, die sagen, okay, das ist nicht gemeinwohlorientiert. Also früher gab es ein anderes Paradigma. Das heutige Paradigma ist, was könnte gemeinwohlorientiert am meisten und am besten den größten Wert für
Mensch und Natur liefern. Und da sind wir eigentlich schon bei meinem Thema dann. Erzähl kurz. Also gerne, also Sol, also... Ist das schon lang? Wie lang? Ja, also ich muss sagen, es ist ungefähr 10 Jahre her. Und ich du warst immer der Visionär und man ja. hat sich belächelt und auch der Pellegrini und so weiter. Ja, genau. Eh lustig, aber das ist halt eher ein bisschen ein Hobby. Ne? So hat man das ein bisschen abgelegt. Ja, also ich hatte immer so ein Steckenpferd. Ich mag so philosophieren und auch meditieren damals schon. Und auf der anderen Seite habe ich einen bodenständigen Beruf. Ich bin Nachrichtentechniker und Elektroniker. Und die Liebe zur Musik hat mich dann auf die Idee gebracht, was ist, wenn ich all das kombiniere und in meinem Beruf. Und dann war klar, also das muss ein Radiosender sein. Und 1997 war in Österreich, also es war wirklich Premiere, also wir, Rumänien und Österreich waren die letzten beiden Länder in ganz Europa, die Privatradio zugelassen haben. Albanien hat es noch gegeben. Albanien? Okay, dann habe ich es verwechselt. Ich glaube, es war Albanien, du hast recht. Ja. Guckst du auch. Bei Medien Albanien hat man zum Beispiel. Ja, richtig, genau. Ja. Richtig, so war es. 97. Und ich war der Erste, der in meiner Heimatregion hier im Süden von Wien, im Bezirk Baden, eine UKW-Lizenz beantragt hat. Und ich habe sie natürlich nicht bekommen. Also da gab es natürlich dann die großen Player. Also im Prinzip kann man sagen, die Privatradios, auch die Privatradios haben meistens irgendeinen größeren Medienkonzern hinter sich, einen Verlag und so weiter. Also, dass ein Gerhard Pellegrini daherkommt und sagt, ich mag mein eigenes Radio machen, da, wie du richtig sagst, doch, da haben dann die Leute gesagt, Bella, was hast du vor, was soll denn das jetzt? Ich hab doch dir gehört, das Mineralwasser. Ja, das wäre schön, wenn das meine Zweitfirma wäre, aber das dem ist nicht so. Nein, also als kleiner Unternehmer und Visionär, Träumer, hat man zu mir gesagt. Und heutzutage ist es für mich kein Schimpfwort mehr, Träumer zu sein. Und damals, und ja, es hat dann noch einige Jahre gedauert. Also ich habe auch noch eine Ausbildung beim ORF gemacht. Also ich habe im Landesstudio Eisenstadt zum Radioproduzenten. Und dann irgendwann hat es doch geklappt. Und 2012 dann mit ein paar Vorprojekten hat dann Radio Sol in der Art, wie es jetzt gibt, auch gestartet in Bad Vöslau. Und in der Zeit hatten wir ein interessantes Phänomen, und zwar die Unternehmer, wir haben uns erhofft natürlich, dass die Unternehmer jetzt bei uns Werbung machen und sich präsentieren werden, und das ist aber ausgeblieben. Die hatten nicht das Bewusstsein dafür, dass sie, also die hatten gedacht, Radiowerbung kann man sich eh nicht leisten, das ist nichts für uns. Also wir mussten erst einmal einen Markt aufbauen und erklären, hey, das geht, also man kann lokal werben. Und das nächste war, dass wir mit Radio Sol, habe ich einen Anspruch. Also Radio Sol steht für Sonne, für Lebensfreude, du weißt es, aber auch für sozial, ökologisch, lokal, werteorientiert berichten. Also ein konstruktiver Journalismusgedanke und vor allem auch diese sozialen Projekte zu präsentieren. Das machen wir heute noch ganz intensiv. Und das Spannende war, genau die Leute, die wir präsentieren wollten, die hatten nicht das Kleingeld, um sich jetzt Sendezeit zu kaufen. Oder auch die kleinen Betriebe nicht so sehr. Ja? Die wir aber, das Geld brauchten wir aber, um die ganze Sendeinfrastruktur zu finanzieren. Das war ja eigentlich fast unbewältigbar. Und dann ist uns die Idee gekommen, was wäre, und jetzt sind wir beim Punkt, was wäre, es geht doch nicht immer nur ums Geld. Gerade bei uns jetzt, wir wollen doch irgendwas sozial und auch ökologisches, wertvolles bewegen. Was ist, wenn du jetzt unsere Sendezeit zum Teil mit eigenen Gutscheinen aus deinem Betrieb bezahlst? Okay, uns fehlt jetzt etwas Geld, aber wir werden das in der Summe schon stemmen. Vielleicht kriegen wir auch deswegen mehr Kunden, also es müsste sich ausgehen. Also Beispiel, die Friseurin sozusagen bezahlt nicht, sondern gibt so und so viel Haarschnitte. Genau, richtig, genau. Da gibt es einen Gutschein und den sammeln wir ein. Und also teilweise haben wir immer gesagt, also wir sind immer mit einem Bein, also viele sind noch mit beiden Beinen voll im Geldsystem drinnen, aber die Idee war, mit einem Bein aus dem alten Geldsystem rauszusteigen und zu sagen, was wäre, wenn wir einen eigenen Gutscheinkreislauf starten. Und zwar Gutscheine ist was Interessantes, also wir wissen ja alle, Geldscheine dürfen wir nicht erzeugen, aber Gutscheine dürfen wir erzeugen. Und der Gutschein hat, wenn er zirkuliert, ja eigentlich auch einen Kaufkraftwert, es hat einen Wert. Ne? Und das war die Grundidee. Und tatsächlich, das Ganze hat dann Sinn gemacht in Kombination mit dem Radiosender, mit der Medienplattform, nämlich die Hörer konnten dann diese Gutscheine gewinnen oder sich durch einen Mitgliedsbeitrag Gutscheine holen und sind dann damit wieder zum Betrieb gegangen. Und somit haben wir eine regionale Kreislaufwirtschaft initiiert. Das war spannend, weil der Unternehmer sagt, ich nehme den Gutschein an
Und ich verliere auch nichts, weil die, normalerweise haben die Unternehmer immer so in Rabattdenken getickt. Ja? Also wenn ich etwas preiswerter hergebe, dann oder ja Frühjahrsrabatt und Mengenrabatt und all das. Aber in Wirklichkeit schadet sich ja der Unternehmer. Gerade die kleinen Betriebe, die haben eh schon so knapp kalkuliert. Aber in dem Fall jetzt hat der sozusagen einen Gutschein bekommen und hat mit dem Gutschein wieder bei einem anderen Betrieb oder bei Radiosol wieder etwas bekommen. Also er hat keinen Wert verloren. Das ist interessant. Wie ist das mit dem Umsatzsteuergesetz? Weil da gibt es ja immer so ein bisschen so eine Grauzone, oder? Okay, aber das ist abgedeckt. Und zwar in Wirklichkeit geht es immer um ein Originalkaufgeschäft in Euros. Weil wir jetzt nicht so radikal gesagt haben, statt Euros Gutschein. Ja, so geht es auch wieder nicht, sondern wir haben gesagt, es gibt ein Originalkaufgeschäft in Euros, das ist alles mit Umsatzsteuer und alles einwandfrei, passt perfekt. Aber ein Unternehmer darf natürlich auch Prämien verschenken. Und diese Prämien sind dann halt dann eingelöst worden im Prinzip. Ja, also das ist heutzutage, und das darauf besteht sozusagen unser Gedankenmodell, ein neues Wertesystem und ein neues Wertetauschsystem, dass wir sagen, jeder Unternehmer darf rechtlich einwandfrei selbst Gutscheine erzeugen und er darf sie auch verschenken sozusagen. Frau Kleidin, Wissenschaftler, ist der ein Träumer oder ist das real? Das ist real, ja. Erstens einmal. Also man kann es machen, es ist auch legal. Ja. Und es ist ein erster Schritt hin zur eigenverantwortlichen Gestaltung des Geldsystems. Denn das, was heute also von der politischen Perspektive aus gemacht wird, das ist ja das Einfrieren des immer Alten mit den gleichen alten Fehlern. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren, jetzt auch schon älteren Artikel von einem ehemaligen Bankenvorstand namens Edelmüller, der jetzt schon einige Zeit in Pension ist. Und der hat einen Artikel verfasst mit dem Titel Die verhinderten Möglichkeiten der Geldpolitik. Und da hat er sich nicht den Geschäftsbanken zugewandt, aber immerhin der Nationalbank. Und hat dargelegt, dass auch die Nationalbank, wenn sie Geld schöpft, das über ihre eigene Verschuldung macht. Ja, das heißt, auch dort bucht sie zwar Zahlungsmittel als Aktivum, aber gleichzeitig eine Eigenverbindlichkeit. Und er führt das darauf zurück, dass wir ja irgendwann beim Abkommen von Bretton Woods eine Goldbindung eingeführt haben. Das Abkommen, haben die gehört? Das ist schon, ja, 1944 ist das passiert, ja, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Da wurde ja auch ein bisschen getrickst. Schon wieder? Im Originalvertrag stand nur das Gold, dass also alle Währungen an Gold gebunden werden. Das wurde dann unterschrieben und hinterher hat man das dann erweitert, Gold oder eine goldgedeckte Währung. Und der Dollar war dann die einzige goldgedeckte und so ist der Dollar damals zur Leitwährung gemacht worden. Auch eine interessante Geschichte. Das wurde aber dann 1971 von Nixon wieder gekippt, nicht? Seit damals Fiat-Währung, also eben ungedeckte Währungen. Hat nichts mit dem Auto zu tun? Sondern ja, genau. Fiat Lux, also es werde Licht, nicht? Also durch einen Willensakt, einen normativen Akt wird das geschaffen. Und dieser Edelherr Edelmüller schreibt jetzt in seinem Artikel, dass die Nationalbank bei der Geldschöpfung noch eine Eigenverbindlichkeit bucht, hat historisch eben den Ausgangspunkt darin, dass man irgendwie noch kalkulieren musste, wie viel Gold muss ich bevorraten, denn vielleicht will irgendjemand meine Währung später mal in Gold umtauschen. Ja, damit habe ich latent eine Goldschuld gegenüber dem, der das in Gold eintauschen möchte. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Und daher könnten wir uns überlegen, ob wir die Gegenbuchung für die Geldschöpfung nicht als Verbindlichkeit, sondern als Eigenkapital buchen könnten. Also etwas Positives, positives Geld. Und das ist etwas, was in England momentan mit seiner eigenen Bewegung, Positive Money, ja, kann man sich ansehen mit wunderbaren Filmen, die versuchen auch politisch, die arbeiten mit der Bank of England zusammen, ja, in Beratungsgruppen. Das heißt, Geldschöpfung gegen einen positiven Wert als Eigenkapital und nicht Verbindlichkeit bei der Bank nämlich, weil dort macht es keinen Sinn, ja, dass wir zwei Schuldner haben, den Kreditnehmer und die Bank. Ja. Die Bank könnte einen positiven Wert schöpfen und das wäre eine Revolution, weil dann würde durch diese Geldschöpfung kein Verlust und keine Verbindlichkeit entsteht. Es ist immer wieder das Gleiche, das ist einfach so kompliziert, man kennt sich nicht aus.
Es gibt die, die sich auskennen, sind die Profiteure, mal pauschal gesehen. Und das System von einige Gerhard von zum Beispiel, da geht es ja wirklich um Gleichwertigkeit. Da wird ja der eine Wert mit einem der Tauschhandel und da kann man das ja wirklich sehr transparent sehen. Inwiefern kannst du wirklich davon deinen Betrieb auch führen? Also inwiefern ist es ein Hobby oder ist es wirklich eine Säule, die du bereits damit leben kannst? Weil das ist das Wichtige. Ja. Also ich kann sagen, dass es keine feste Säule derzeit ist. Ja. Also wir sind noch wirklich sehr massiv im Geldsystem, im Euro-Geldsystem drinnen. Aber ich glaube, dass wir heuer in diesem Jahr die richtige Zeit, den richtigen Zeitpunkt haben, dass immer mehr Menschen erkennen und vor allem spätestens dann, wenn jedem klar wird, dass der E-Euro kommt, dass wir Alternativen brauchen, regionale. Und vor allem, es geht ja auch nicht nur um die Geldschöpfung. Also wir machen jetzt keine Geldschöpfung, wir machen eine Wertschöpfung. Also ich möchte den Unterschied erklären, dass wir kein Geld erzeugen hier mit dem Sol, sondern wir erzeugen Werte. Und das Tolle an der Sache ist, dieser Gutschein, der ist tatsächlich wertgedeckt. Da steht drauf, dass es auch ein realer Betrieb einlöst. Also das ist Vollgeld in Wirklichkeit, aber wir nennen es jetzt einmal nicht Geld, sondern wir sagen, das ist ein Wert, der ist leistungsgedeckt. Das ist ehrlich. Ehrlicher geht es ja gar nicht mehr eigentlich. Weil man dafür eben eine Dienstleistung bekommt, die ja eine klare richtig. Auspreisung hat. Genau. Und der Engpass, also wir müssen ja auch sagen, wenn wir von Geldknappheit reden, ist das ja nicht nur ein Nachteil, sondern vielleicht auch, wenn wir das auf einer ökologischen Seite, von der Umwelt her betrachten, ist das auch wieder ein Vorteil, weil wo würden wir denn hinkommen, wenn wir jetzt wie die Narischen konsumieren und diesen Planeten noch schneller an den Abgrund bringen mit seinen Ressourcen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Werte erzeugen, die wir auch gezielt einsetzen, also sind nicht universell, so wie mit dem Geld, wo wir alles kaufen können, je nachdem, wie unser Bewusstsein ist, also es hängt sehr viel mit unserem Bewusstsein ab, also sind wir jetzt ökologisch bewusst oder nicht, oder ist uns alles fühlen egal? Für die anderen verantwortlich sind, genau, sind wir richtig. Wo ist denn unser Horizont? Ja. Genau. Wenn wir da jetzt noch eine Funktion, also so ein funktionelles, ich will da unter Anführungszeichen nur Geld, aber funktionelles Tauschmittel haben, das vielleicht nur für Güter und Produkte und Betriebe eingelöst werden kann, die eben gerade in diesem sozial-ökologischen regionalen Kreislauf dabei sind und eben kleinstrukturelle Betriebe sind, strukturierte Betriebe sind, dann könnten wir auch eigentlich in großen Mengen Geld, also nicht Geld, sondern Werte erzeugen und sie auch großzügig austeilen, weil derzeit haben wir ja eines der großen Probleme ist, wir haben gehört, eigentlich ist es ja nicht die Geldschöpfung, die das Problem darstellt, sondern die asoziale Verteilung der Geldmengen. Also wir haben ja eine asoziale Verteilung. Wenn wir jetzt neue Werte erzeugen und sie könnten wir in Mengen auch sozial verteilen, nach sozialen Hebeln, dann kommen wir in die Fülle, also wir kommen aus der Verknappungswirtschaft in eine Füllewirtschaft und eine, ja. Und dann geht es nur mehr darum, dass wir hier den Engpass herstellen, dass wir sie speziell nur für ökosozial wertvolle Produkte einlösen können. Damit funktioniert der Kreislauf wieder. Und wir haben zwei Fliegen mit einem Schlag. Nämlich wir sind aus dem Mangel herausgekommen und wir machen bewusste Konsumation. Jetzt ist ja ganz interessant, jetzt leben wir in dieser Wertschöpfung, also man muss seinen Beruf ausüben und wahnsinnig viele Österreicher sind in der freiwilligen Arbeit, die aber wiederum, oder Nachbarschaftshilfe, die aber eigentlich nichts wert ist, ne? Also jetzt vom Geldsystem, das ist ja auch irgendwie absurd. Wichtiger Punkt. Ganz wichtig und das könnte man vereinen. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, ich sage mal vor 2 Jahren, wie gesagt, ich höre es mir ja schon wahnsinnig gerne an und habe ja auch diese Vision, da müssen wir irgendwo hinkommen, habe ich auch noch gedacht, dieser Übergang wird wahrscheinlich sanft gehen. Irgendwann werden die Leute bewusster werden. Sie werden sich mit der Umwelt und so weiter. Jetzt erleben wir genau das Gegenteil. Also jetzt stehen wir ja wirklich an der Wand in allen Mitteln und jetzt haben wir den Benzinpreis, schießt in die Höhe und trotzdem beschäftigen wir uns noch immer. Jetzt muss alles irgendwie bleiben, wie es ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Kann das sanft gehen oder brauchen wir so richtig den Baseballschläger von hinten? Das hängt davon ab, wie man sanft versteht. Mhm. Ich persönlich glaube, dass es auch
den Menschen hinter der Politik, die also wirklich bestimmen, was in den Ländern und in den Staaten passiert, dass es denen vollkommen klar ist, dass wir im alten verzinsten Schuldgeldsystem die Probleme, die vor uns liegen, nicht mehr lösen können. Es ist vollkommen klar, dass wir alternative, komplementäre, teilweise auch elektronische Systeme als Ergänzung zusätzlich benötigen werden. Die Frage ist nur, nach welchen Spielregeln läuft das dann ab? Ein Gutschein, muss ich sagen, hat viele, viele, viele Vorteile. Warum? Weil ein Gutschein regelmäßig ein konkretes Wirtschaftsgut oder eine Dienstleistung repräsentiert. Das heißt, wenn ich fair, auf faire Art und Weise Gutscheine produziere, ja, dann kann es eine Inflation und eine Deflation nie geben. Weil das ist sozusagen der Zeiger genau auf dieses Produkt und der Zeiger auf den zukünftigen Eigentümer. Und ich kann dann noch etwas tun. Ich kann dann, wenn der Gutschein seine Aufgabe erfüllt hat, den auch einfach vernichten. Ja? Das ist einmal der eine Punkt. Also Gutscheine sind das stabilere System als die Zirkulationswährung, die noch zu ein verzinster Schuldschein ist. Wenn wir jetzt für Güter des täglichen Bedarfs, also das, was für die Menschen dann voraussichtlich in absehbarer Zeit wirklich knapp werden wird, ja, wenn wir dafür dann Geld in die Bevölkerung hineinpumpen, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Weil da gehen die Preise durch die Decke, ja, und die Menge wird sich trotzdem nicht erhöhen, weil ja die, die das erzeugen, dann den höchsten Profit haben, wenn sie die Menge gering halten. Ja, ganz klar, völlig falsche Anreizsysteme. Wenn wir da aber jetzt Gutscheine dafür verwenden und fix vordefinierte Entlohnungen und Preise für die Produzenten ihnen zahlen, ja, die können wir dann beispielsweise auch gegen Eigenkapital buchen, wenn sie geschöpft werden und nicht als Verbindlichkeit, dann haben wir eine Win-Win-Situation. Ja. Also wir müssen hier in die Vielfalt gehen bei den zukünftigen Währungssystemen. Ja. Und das ist also sicherlich eine Herausforderung, aber es ist machbar. Kontraproduktiv wäre es, wenn wir das jetzt zentralistisch als Anlass nehmen, wie zum Beispiel ein Social Credit System in China einzuführen, ja, wo wir also die Menschen wirklich auf Schritt und Tritt beobachten und bevormunden und sagen, wenn du jetzt nicht dieses und jenes tust, ja, dann kannst du dir das nicht mehr leisten und dann nehmen wir dieses oder jenes dir weg. Da haben die Regierungen ja auch bei uns geübt, die letzten zwei Jahre, kann man sagen. Ne? Freiwillig oder unfreiwillig. Ich persönlich interpretiere das subjektiv so, die hatten meiner Meinung nach nicht ganz die richtigen Berater. Ja, denn die meisten Politiker, das betrifft nicht nur Mitpolitiker, das geht auch bis in die Bankvorstände und Aufsichtsräte der Großbanken hinein, das sind sehr ehrenwerte, hervorragend ausgebildete Menschen, aber in einem völlig anderen Fachbereich. Denken Sie an den Philipp Rösler zum Beispiel, Zahnarzt, ja? Oder ein Aufsichtsratsvorsitzender einer europäischen Großbank, Mediziner. Ja? Das sind natürlich Menschen, die sich in diesem Bereich überhaupt nicht auskennen. Was machen die? Na, die hören auf alles das, was die Berater ihnen sagen. Und damit sind sie natürlich steuerbar. Ja? Und die Berater, die werden natürlich wieder beeinflusst von denjenigen, die im Hintergrund unser Gesellschaftssystem gestalten wollen. Und die hatten offensichtlich in der Vergangenheit andere Vorstellungen als das, was dem Gemeinwohl zugute kommen würde. Ja, wobei sie eigentlich verstehen sollten, wenn sie der Bevölkerung Freiheit geben, zur Entfaltung und auch zum Einklang mit der Ökologie, ja, und auch zur Selbstorganisation, ja, dann ist das auch für diese Finanzeliten zum Vorteil. Ne? Was mich jetzt interessieren würde, weil das wäre ja dann sozusagen die Hauptverschwörung, wer sind die? also nicht der Herr Nehammer und Konsorten. Nein, definitiv nicht. Okay. Ich muss eines dazu sagen. Eine Zeit lang hat mich das auch interessiert, ja, und man kann sich da endlos verlieren. Da sind wir dann nämlich wirklich bei der Verschwörungstheorie, die kann man dann auch wirklich so nennen. Nur, ich muss sagen, es raubt einem sehr viel Energie und bringt sehr wenig, ja, wenn man sich damit in der Tiefe beschäftigt. Das, was üblicherweise so kolportiert wird, so ein paar Familiennamen, ja, und irgendwelche dubiosen Vereinigungen im Hintergrund. Weltwirtschaftsforum und diese Geschichte. Naja, das ist nicht dubios und nicht im Hintergrund, die treten ja öffentlich auf. Okay. Also das, was dort gesagt wird, das kann ich gar nicht als Verschwörungstheorie einschätzen, weil zum Beispiel der Great Reset oder auch die Great Narrative, was jetzt das Folgeband ist, nicht? Das geht ja noch weiter, die Geschichte, das liegt ja am Tisch. Nicht? Das sind ja offensichtlich die Absichten von wem auch immer. Und das kann man jetzt eben befürworten oder nicht. Ja, das liegt dann an uns, ob wir sagen, das ist gut, aber wir wollen das einfach nicht. Und dann wird man auch sehen, was Demokratie bedeutet und ob es überhaupt noch eine gibt, ob das noch ein Wert ist, ja, für uns. Aber ich denke mir, da wird es im Hintergrund schon Mächte geben. Ja,
denen ich durchaus ausreichend viel Intelligenz und Empathie zutraue, sodass ich denke, dass wir langfristig sehr wohl auf einem positiven Weg kommen werden. Also im Prinzip, die Evolution schreitet ja eh voran. Also wer nicht hören will, muss fühlen. Das gibt's in der Bibel, die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Oder das Schicksal schlägt dann zu, wenn man seiner inneren Stimme nicht gefolgt ist. So haben wir das jetzt im ganz großen Kollektiv. Also wir haben jetzt eh schon mehr oder weniger den Hintern versohlt. Und vielleicht brauchen wir jetzt noch, also nicht jetzt wir drei, aber wir sitzen ja stellvertretend da. Franz hat es kurz angesprochen, das Wort zentralistisch. Also meiner Meinung nach wird es zwei parallele Wege geben. Das eine ist das System, das möglichst zentralistisch, globalistisch, möglichst übergreifend alles irgendwo steuern möchte, aus einer Zentrale heraus. Und auf der anderen Seite wird es neue Strukturen geben von Menschen, die sagen, wir wollen dezentral, subsidiär, eigenverantwortlich unser Lebensumfeld gestalten und wir trauen uns das zu und wir können das auch eigenverantwortlich. Gut, ist das so wie in Star Wars jetzt, der Kampf sozusagen der Jedis gegen Darth Vader oder wie in Herr der Ringe, Mordor gegen Frodo oder darf ich da kurz einklinken? Ja? Ich würde nicht auf der Ebene argumentieren. Genau, ja. Ich würde könnte man. Ja. Da braucht es lang. Wäre einfacher. Ne? Ich denke mir, wenn wir ausreichend Intelligenz und Empathie aufbringen, dann können wir das auch friedlich als Koexistenz nebeneinander fahren, diese zwei Modelle, vielleicht noch ein drittes oder viertes. Und wenn wir dann auch offen kommunizieren, dann können wir sogar voneinander lernen. Ja? Und dann verwaschen sich vielleicht irgendwann die Grenzen. Ja? Und das Zentralistische wird ein bisschen dezentral, nicht? Und das Dezentrale wird zumindest dort, wo Standards betrifft, ein bisschen genormt und vereinheitlicht. Nicht? Also diese harten Grenzen, wo man dann einfach gegeneinander trifft, ja, die sollte man aufweichen. Und man sollte den Menschen einfach wirklich die Wahl stellen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, in Großstädten, macht zentrale Organisation von Müllabfuhr, Versorgung und so weiter durchaus Sinn. Natürlich kann man mit Vertical Gardening, gibt es Studien, allein in New York 80% der Lebensmittel direkt herstellen, in New York, in der Stadt, dass die Leute dort essen müssen. Ja, aber das muss man auch erst einmal bauen dort. Ja. Am Land, in kleineren Gemeinschaften, ja, also in der dörflichen Gebiete der Region, wenn man dort vernünftige, bessere Technologie einsetzen würde, als das heute der Fall ist, dann könnte man dort sehr schnell kleine, autarke Lebensgemeinschaften entwickeln. Ja, und die haben dann auch gar nicht mehr die Notwendigkeit, dass sie an irgendwelchen Netzen hängen, ja, und zentral von irgendjemandem versorgt werden. Ja. Und die, denen jetzt möglicherweise Gewinn entgeht, dadurch, dass immer mehr kleine Gemeinschaften autark werden, das heißt ja nicht, dass sie diesen Gewinn wirklich verlieren. Denen könnte man eine gewissermaßen Autarkieprämien einbuchen, ja, dafür, dass sie gewissermaßen ihre Kunden freisetzen. Vor vielen Jahren, das ist wirklich schon lang her, gewesen Ende der 90er Jahre, war ich noch in der Wirtschaftsprüfung tätig, als IT-Sachverständiger, ja, für Jahresabschlussprüfer. Und da war ich bei der Energiewirtschaft und ich habe mich damals mit den Leuten im Vorstand zusammengesetzt und habe gemeint, wisst ihr eigentlich, ich könnte mir vorstellen, das, was ihr normalerweise anbietet, Strom, ja, und Öl und Gas, das wird in der Zukunft nicht mehr so gebraucht werden. Ja, die Familienhäuser, die kleinen Siedlungen, die werden sich mit Sonnenenergie, mit Wind, mit Erdwärme, whatever, mit ganz neuen Formen selbst versorgen. Ihr solltet auf ein Beratermodell umstellen. Ihr solltet also die Leute vom Netz nehmen, ganz gezielt, und ihnen beibringen, wie sie sich selbst versorgen können. Das ist damals auf komplettes Unverständnis gestoßen. Und das hat mich schon überrascht, weil ich mir gedacht habe, so ein kleines bisschen über den Tellerrand und seien es nur 10 Jahre, wird man doch schauen können. Ja. Und das ist aber genau die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Die Gruppen müssen aufhören, Angst vor Machtverlust zu haben, ja, und sich in diese neuen Vertragsformen und Umgangsformen einleben. Kleine Zwischenfrage nur, das macht nämlich ein bisschen Hoffnung jetzt die letzten fünf Minuten. Das heißt, das alte System ist eigentlich möglicherweise gar nicht so übermächtig und nicht böse und möchte uns alle in ein Social Credit System. Richtig. Vielleicht doch auch irgendwie planlos, unkreativ und deswegen unsere Chance, wenn wir jetzt kreativ werden, aber da müssen wir jetzt einfach den Hintern in die Höhe kriegen, könnte das durchaus doch, also die letzten 5 Minuten waren da sehr hoffnungsvoll. Ich würde sagen, zentralistisch etwas führen hat ja auch Vorteile, wie zum Beispiel Effizienz. Ja, das ist ja ein Naturgesetz. Auch. Also
da gehen wir eigentlich in die Frage der Ethik jetzt. Mhm. Wer führt was unter welchen Aspekt? Also wenn wir ein gemeinsames Navi-Ziel haben, das heißt, wir wollen Gemeinwohl, die da oben führen, dann ist eh alles okay. Aber solange das nicht sichtbar ist und auch nicht praktiziert wird, was wir auch sehen, ist natürlich klar, dass wir schauen, dass wir auch parallel dezentrale, autonome Systeme aufbauen und damit etwas unabhängiger werden. Eines müssen wir uns klar sein. Derzeit ist das Geldsystem ein Geldmonopolsystem und gleichzeitig sind wir völlig abhängig geworden davon. Also wir sind ja voll abhängig vom Geldsystem. Und es kann mit dem Geldsystem was passieren. Und keiner hätte 2008 gedacht, dass Banken bankrott gehen können. Das kann passieren. Und das kann auch viel mehr passieren. Das wissen wir alle. Und es wäre schön, wenn wir einfach auch als Bürger die Erlaubnis haben, uns auch selbst und autonom zu versorgen und auch unsere eigenen Werte zu erzeugen und zu tauschen. Und da sehe ich auch zwei kleine Szenarien, wie könnte ein altes mit einem neuen System auch kooperieren. Also das muss jetzt sich nicht bekriegen, im Gegenteil, sondern das könnte sehr gut kooperieren. Zum Beispiel, ich war beim Finanzamt bei uns, beim Lokalen, und habe gesagt, was wäre, wenn Sie den Sol für die Steuern auch den Sol akzeptieren würden. Wurde ich natürlich ausgelacht jetzt einmal, und also das wird es bestenfalls in 20 Jahren geben, habe ich gesagt, aber eigentlich wäre es sinnvoll, denn wenn ich jetzt meine Steuern mit Euros bezahle, ich weiß nicht, wo diese Euros hinkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wieder dem sozialen Sinn und Zweck des Staates sozusagen auch dient und wirklich wieder zurückkommt zum Unternehmer. Wir wissen, dass der Staat unglaubliche hohe Schuldendienste zu bewältigen hat. Also wo das Geld überall hinfließt, das wissen wir gar nicht genau. Natürlich gibt es schon Strukturen, man weiß schon, in welche Segmente etwas fließt. Aber ich muss sagen, für mich nicht ausreichend transparent. Und wenn ich jetzt aber meine Steuern mit einem Sol, wenigstens teilweise, nicht immer gleich, muss man nicht immer radikal sein, aber teilweise auch mit dem Sol begleichen darf, dann weiß ich, dass das Finanzamt das auch wieder in der Region einlöst und dass es wieder regionalen Betrieben zugutekommt. Jetzt ein kleiner emotionaler Rückschlag für mich, also weil es wieder halb positiv ist. Jetzt leben wir ja derzeit in einer Welt, wenn man das wie ein Flugzeug sieht, da ist ein Drittel die Business Class, da sitzen aber eigentlich nur 20 Leute und zwei Drittel des Fliegers sitzen dann die restlichen hunderten Leute, die zusammengefercht sind. Und die Macht in der Hand haben, jetzt ganz pauschal gesehen, sitzen ja gerne in der Business Class und wollen das auch nicht unbedingt hergeben. Das heißt, da sind wir jetzt schon in einem gewissen Klassenkampf eigentlich, den wir vor uns haben. Weil, wie Sie richtig vorher gesagt haben, also freiwillig nicht, aber da ist die Frage, wie kriegt man die doch dazu, dass wir heute alle ein bisschen besser sitzen, aber... Das ist eine Frage der Didaktik. Mhm. Ja. Solange wir nämlich in einem Nullsummenspiel im Zwangstausch verharren, wie in unserem heutigen Geldsystem und im heutigen Verständnis der doppelten Buchhaltung, die kann auch anders funktionieren, ja, solange ist es vollkommen klar, dass wir uns gegenseitig berauben müssen. Nicht, denn alles, was ich auf meinem Konto, ja, im Soll erhöhe, muss ich irgendwo anders im Haben wieder wegbuchen, ja, damit das Ganze ausgeglichen ist. Und das erzeugt natürlich ein Nullsummenspiel. Nullsummenspiel heißt, die Summe von Gewinn und Verlust in jeder Runde ist immer Null. Poker ist das schönste Nullsummenspiel. Mhm. Aber wir wissen, welche Informationsstrategie im Poker erfolgreich sind. Das Pokerface, ich gebe keine Information weiter, oder der Bluff, ich täusche mit Vorsatz. Und dass dann... Ja, einer, der auf dieser Strategie basierend gewinnt, möglicherweise wie im Wilden Westen erschossen wird, dass also aus dem Handel der Handelskrieg wird, das ist eine zwingende Entwicklung eines Nullsummenspiels und das ist das, was mich so verrückt macht, dass man das in der Spieltheorie nicht schon lange erkannt hat und als oberste Warnung bei Geldsystem und Co. obendrauf geschrieben hat, ja, sagt, bitte baut nie im Leben ein Nullsummenspiel, sondern nur Plussummenspiele, wo wir nämlich alle gemeinsam ins Positive gehen können, ohne dass wir jemanden den Betrag wegnehmen müssen. Das buchungstechnisch geht das nämlich auch. Ist sogar ganz einfach von der buchungstechnisch her. Aber wir hängen noch an der Vorstellung, wenn ich jemandem zwei Goldstücke geben will, dann hatte die nur, wenn ich sie weggebe von meinem Bestand. Wenn ich aber einen Wert einfach nur auf ein Konto buche, also dort als Zahl aufschreibe, ja, es ist vollkommen klar, dass es nicht notwendig ist, dass ich woanders diese Zahlen wieder wegnehmen muss. Ja.
Übrigens SWIFT und Co., wenn wir da also Beträge überweisen, da werden auch nicht Bits und Bytes dort weggenommen vom Konto über die Leitung geschickt, sondern das sind Befehle. Und der Befehl heißt, der Betrag X ist hier zu löschen und dort ist Betrag X einzusetzen. Mhm. Ja? Und wenn ich das schon weiß, dass hier gelöscht und dort eingesetzt wird, dann kann ich da auch X nehmen und dort Y. Und dann bin ich bei asymmetrischen Preisen und das ermöglicht dann die Kooperation. Würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber das ist eines meiner Projekte, mein Lieblingsprojekt, muss ich sagen. Ja. Kenn ich wieder nicht aus. Wissen so zu vermitteln, dass die Ökonomen, die bisher in diesen alten Dogmen geprägt wurden, ja, verstehen, dass wir mit der heutigen Technik und dem heutigen Rüstzeug ja, sehr wohl Win-Win-Situationen für eine Gemeinwohlökonomie schaffen können, mhm. in denen es allen besser geht und keinem schlechter. Mir hat das Beispiel gefallen mit dem Flugzeug. Du hast uns ja. ein Bild in den Kopf gesetzt, dass sozusagen die Elite und das Fußvolk ja, im gleichen Boot sitzen. Das gefällt mir sehr gut einmal. Das ist, finde ich, spannend. Und in dem Zusammenhang auch dieses Wissen, ja, dass Geld aus dem Nichts in Unmengen erzeugt wird und mehr oder weniger teuer verliehen wird, einfach nur, damit wir damit überhaupt hantieren können, das kann man nicht mehr aufhalten. Das war vor 100 Jahren noch möglich, bei Henry Ford, aber heute nicht mehr. Und wenn heute jetzt, sagen wir mal, ein Schuldverhältnis da ist, also zum Beispiel der Staat hat Staatsanleihen hergegeben dafür, dass er Geld bekommt, oder ein Unternehmer hat, oder eine Familie hat ihr Haus sozusagen verpfändet oder die Hypothek hineintragen lassen sozusagen. Und jetzt kann der diesen Kredit nicht zurückzahlen. Dann würde ja normalerweise die Bank sagen, na gut, dann gehört das Haus uns jetzt. Mhm. Aber das ist ja voll ungerecht, weil das Geld wurde ja erzeugt aus dem Nichts. Was soll das eigentlich, dass ich jetzt da, ich habe zwar eingestimmt, also es gibt einen Vertrag, aber aus Unwissenheit habe ich eingestimmt, dass ich mein wertvolles Eigentum hier einfach aufs Spiel setze. Das wäre nicht notwendig gewesen, aber wir haben es gemacht. Aber wenn wir jetzt erkennen und wenn das wirklich das Wissen hinausgeht in die Welt, dass das völlig ungerecht ist, dass um einen Kredit zu tilgen, jemanden das Grundstück weggenommen wird oder das Haus weggenommen wird oder ein Ausverkauf von wertvollen Objekten, Immobilien stattfindet, ja, dann würde es hier einen Aufschrei geben. Und ich würde sagen, wenn dann eine Finanzelite sagt, okay, also wir würden uns darauf einigen, dass jetzt ein lokal geschöpfter Sol oder sonst ein Wert auch als zum Beispiel als Zinsen oder Tilgungswertmittel genehmigt wird, dann findet dieser ungerechte Akt nicht mehr statt. Es ist wieder Liquidität da, die wir als Realwirtschaft erzeugt haben und auch als die Familien, die Österreicher oder die Bürger eben. Und es würde plötzlich sogar die Finanzelite davon profitieren, denn die können mit diesen regionalen Werten auch natürlich zum Beispiel in Urlaub fahren nach Österreich. Oder für die haben dann plötzlich auch einen Gegenwert. Und mit der Zeit würde es wahrscheinlich dann dieses Schuldgeld nicht mehr länger geben. Aber es wäre eigentlich ein sehr humaner Übergang, zu sagen, jeder ist auf seiner Seite eigentlich gerecht bedient worden. Jetzt ist mir gerade was eingefallen, versuche mal so ganz handfest zu werden. Jetzt ist ja der Benzinpreis bekanntlicherweise explodiert gerade und also die ganze Schuld sozusagen ist auf den Aggressor gerichtet, Putin. Aber ich würde das erklären lassen, dass ja eigentlich Russland mit unserem Benzinpreis nichts zu tun hat, sondern nur die Unsicherheit oder die Spekulation oder wie funktioniert das jetzt genau? Immer dann, wenn in einem Netzwerk, in einem Versorgungssystem, ja, die Möglichkeit besteht, dass hier die Leitung unterbrochen wird, steigt natürlich also der Preis. Also hypothetisch? Hypothetisch. Mhm. Natürlich auch dann, wenn es dann wirklich passiert, aber schon im Vorfeld. Im Vorfeld, ja. Und das ist natürlich eine ganz große Motivation für Krieg, aber natürlich auch für Katastrophen, ja, die einzuleiten, wenn man auf die Art und Weise dann Spekulationsgewinne machen kann. Es ist ja eigentlich, muss man sich das vorstellen, wie kann es überhaupt möglich sein, dass Händler mit Lebensmitteln spekulieren, dass also, sagen wir mal, Reis ja, als Spekulationsobjekt verwendet wird und nicht dafür, dass Menschen ihn essen. Die einfachste Lösung dafür wäre für mich immer schon gewesen, dass ich sage, ein Reis, also einem Grundnahrungsmittel, kann eigentlich nur jemand Eigentum erwerben,
der den anpflanzt, erntet, weiterverarbeitet und am Ende verzehrt. Ja? Und wer da dazwischen jetzt da zum Beispiel ein Lager anlegt, ja, und die Sache verknappt, um beim gestiegenen Preis sein Lager wieder zu verkaufen, der hat in Wahrheit überhaupt kein rechtliches Eigentum erworben. Ja? Also diese Form der Verknappung, der vorsätzlichen Verknappung, ja, um von der Knappheit zu profitieren, andere auszubeuten auf die Art und Weise, ja, das ist etwas, was man schon lange hätte unterbinden sollen. Das ist nämlich auch nicht intelligent, ja, sondern das ist gewissenlos. Lockiert. Also ich sage mal ganz, ganz salopp das Bild, das sind Leute, die in Monte Carlo auf ihrer Yacht mit dem Laptop sitzen und lächeln. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Ja, aber, natürlich. Aber, ne? Aber am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, tun mir diese Menschen auch leid. Weil viele Freunde machen sie sich nicht. Das werden sie dann merken, wenn es ihnen einmal auch nicht besonders gut geht. Ja? Und es wird auch für sie der Zeitpunkt kommen, wo sie erkennen, dass das kein sinnvoller Lebensinhalt war. Und dort, diese Menschen müssten wir in Wirklichkeit abholen, mit einer neuen Art von Erklärung von Ökonomie und Recht, dass man sagt, das sind bestimmte Dogmen, ja, die in der heutigen Zeit mehr Schaden als Nutzen liefern. Wenn wir das Modell ein kleines bisschen adaptieren, dann haben wir plötzlich alle einen Vorteil, Win-Win-Gesellschaft. Und diese Menschen können plötzlich ihre Entfaltung leben. Die werden Künstler, ja, die werden Musiker, sie werden Erfinder, Wissenschaftler, ja, Schriftsteller. Die können sich komplett neu erfinden und damit einen ganz neuen, wirklich sinnvollen, wertvollen Lebensinhalt schaffen für sich selbst. Aber trotzdem, teilnaive Frage hinten nach. Ja. Jetzt hat ja zum Beispiel Kroatien und Slowenien den Benzinpreis eingefroren. Österreich kam das aus irgendeinem Grund nicht. Also wenn jetzt so viel Geld da war für Millionen von Tests plötzlich, wieso kann da die Regierung oder will da die Regierung nichts tun? Was ist ich da? Würde sagen, diejenigen Gruppen, die der Regierung das, was sie zu sagen hat, auf die Zettel schreiben, die wollen das nicht. Ja? Okay. Ich glaube, die wollen sich sanieren. Die haben... Das glaube ich weniger. Das glaube ich weniger. Nein, das geht auch ich nicht. Ich glaube, die sind schon saniert. Aber nur kurz, die aber die gibt es in Kroatien und Slowenien ja auch, oder sind die Länder, weil sie früher Ostblock waren? Ja, das sind eben unterschiedliche Gruppierungen. Und das, ja, und das hat auch mit der Geopolitik zu tun. Man darf ja eines nicht vergessen. In Wahrheit brauchen wir Erdöl schon lange nicht mehr. Gar nicht. Ja, also Methanol zum Beispiel ist immer noch der beste Treibstoff. Den könnte man sogar von heute auf morgen einführen mit minimalen Änderungen an der Tankstelleninfrastruktur. Ja. Und Methanol kann man in unbegrenzten Mengen aus Wasser und Kohlensäure herstellen, aus CO2 und Wasser. Ja. Es gibt auch Schweizer Firmen, die das tun. Ja. Das Economo Kleinkraftwerk zum Beispiel. Ja. Also da gibt es jede Menge Erfahrungen, auch als Treibstoff für Automobile und so weiter. Wesentlich sinnvoller, weniger gefährlich und weniger technisch aufwendig, zum Beispiel als Wasserstoff für diesen Antrieb. Aber natürlich, je schwieriger die Umstellung ist und je mehr da hinein investiert werden muss, Wasserstoff, ja, desto lukrativer ist es wieder für die Wirtschaft. Mhm. Ja, weil die sagt, haha, da kann ich also jetzt wieder mehrstellige Millionenbeträge hinein investieren, die hole ich mir wieder von öffentlichen Förderungen und der Gewinn gehört dann hinterher mir. Aber es hat unsere Regierung doch eine ganz tolle Idee, also jetzt sozusagen, jetzt machen wir uns unabhängig vom Nord Stream, also von Putins Gas und lassen Bruttoregistertonnen Öltanker mit Erdgas aus Saudi-Arabien herfahren. Das ist ja einerseits umwelttechnisch ein Super-GAU und das kann sich auch nicht rechnen. Also das ist jetzt wirklich die Idee? Naja, und das Atomkraftwerke ist, sollen grün sein? Genau, ja, da frage ich mich jetzt, was die Grünen dazu sagen. Ja, richtig. Ja. Na, also das ist in die falsche Richtung. Also im Prinzip sollten wir die Energiekrise dafür nutzen, dass wir klein Regionalversorgungskreisläufe aufbauen, auch im Energiebereich. Ja, genau. Versuchen wir mal sozusagen diese positive Runde, den positiven Aspekt. Was kann jetzt jeder zu Hause, also du bist ja schon voll aktiv, aber ich auch noch nicht, was kann jeder zu Hause ab sofort tun? Soll kaufen, ja, aber... Wäre eine gute Möglichkeit. Nein, aber ich meine jetzt, die meisten von uns sitzen ja da und sagen, ja, es gehört was gemacht, aber ich weiß nicht was. Ne? Ja, genau. Das ist nämlich, glaube ich, das Kernproblem, dass wir sehen, da gibt es ein sinkendes Schiff, aber ich sehe noch nicht die Insel. Und wir brauchen ein Bild von einer Insel. Wir brauchen das Bild, wie könnte es denn funktionieren? Und da, also es gibt keine wirkliche Struktur für das. Richtig. Du zeigst das ein bisschen vor, aber im Großen noch nicht. Ne? Ja. Ich kann es im Kleinen vorzeigen. Also, und ich kann sagen, ich kann vielleicht,
wenn es mir gelingt, ja, Vertrauen in ein neues System schaffen, ja, und dann ist aber die Aufforderung mitzumachen. Also, dass man dann sagt, ich kann jetzt nicht in Tirol oder in der Schweiz oder in Deutschland, überall, wo Gruppierungen sind, die jetzt wöchentlich praktisch auf uns zukommen, sagen, wir wollen autonomer werden, wir wollen diesen Zwang des Geldes, diese Zwanghaftigkeit loswerden, wir wollen etwas parallel haben, wo wir etwas in die Freiheit kommen, wo wir Luft kriegen, ja. Ich kann das nicht machen alleine, aber ich kann eines machen, das tun wir. Also wir bieten, wie du auch gesagt hast, wir bieten Workshops an. Wir bieten ihnen Dienstleistungen an, dass wir sagen, wir erklären euch, wie das geht. Also wir sind nur ein kleines Team, aber ihr könnt diese Workshops machen und dann wisst ihr, wie es geht. Und wir unterstützen euch so gut wir können. Und so kann ein neues, strukturiertes Netzwerk entstehen von informierten Menschen. Es geht einfach um Information, wie machen wir das? Und Frage an den Wissenschaftler, gibt es mehrere wie Sie oder sind Sie da sehr allein in Ihrem Bereich? Naja, es gibt eine Handvoll systemischer Geldkritiker, die auch einiges schon publiziert haben und die auch in der Öffentlichkeit mitunter auftreten. Es gibt natürlich sehr wenige, die so fundamental an die Grundlagen der sogenannten Wissenschaft, Ökonomie und Recht gehen, also die normativen Wissenschaften, die, das kann man ja sogar in der deutschen Wikipedia nachlesen, gar keine Wissenschaften sind. Ökonomie, Recht, Pädagogik, Politologie, auch Ethik gehört dazu. Die Wissenschaften des Sollens, ne, die haben keine wissenschaftliche Methode. Und wenn mir jemand erzählt, es gibt eine Wissenschaft des Sollens, ist meine erste Frage, wer meint denn, dass wir etwas sollen? Und warum soll das für mich relevant sein, dass das irgendjemand meint? Und das ist für mich keine Wissenschaft. Ne? Also wer sich auf eine Wissenschaft des Sollens einlässt, ne, der hat die autoritäre Hierarchie unter dem Deckmantel von Wissenschaft verinnerlicht. Nichts anderes ist da passiert. Übrigens noch lustiger ist der Begriff Normative Science in der englischen Wikipedia. Wenn man sich den anschaut, steht da klipp und klar drinnen, das sind Informationsstrukturen mit einer verdeckt eingebauten politischen Präferenz, angewandt vor allem in der Politikberatung. Das heißt, man hat uns hier bestimmte Strukturen und historische Dogmen als Wissenschaft verkauft, die aber eigentlich nur dem Machterhalt bestimmter Gruppen gedient haben. Ja? Das ist jetzt nicht schlecht und das soll man jetzt auch nicht ankreiden oder was auch immer. Man soll es erkennen, um zu verstehen, dass Wissenschaft, die wirklich Fortschritt erzeugt, Erkenntnis und vor allem den Fortschritt der ganzen Bevölkerung zur Verfügung stellt, dass die anders funktionieren muss. Also wir haben in der staatlichen und in der industriellen Forschung keine ergebnisoffene Forschung. Ja, der Auftraggeber bestimmt, was am Ende herauskommen soll. Und das ist eben eine Auftragsforschung, aber keine Wissenschaft. Der Wissenschaftler muss forschen, ergebnisoffen und vor allem auch immer wieder in Frage stellen, was die Auftragsforscher unhinterfragt annehmen. Das ist immer wieder ein Geschäftsmodell dahinter. Es geht immer um das liebe Geld dann wieder. Natürlich. Das hat einfach so einen Platz. Aber wir sind jetzt bei der positiven Schluss. Ja, was kann von Ihrer Warte jeder Einzelne zu Hause machen? Erstens, und das ist vielleicht überhaupt der wichtigste Punkt, loslassen von der Angst vor Schulden. Jede Schuld, auch die allergrößte Staatsschuld, die wir uns überhaupt vorstellen können, ist technisch mit einer einzigen Buchungszeile gelöscht. Es bedarf wirklich nur einer einzigen Buchungszeile. Die andere Frage ist, welche Grundlage haben wir dafür? Naja, in einer Demokratie redet man sich das aus. Ja? Wenn die Menschen alle aufgeklärt sind und wissen, worum es da wirklich geht, ja, in der Geldschöpfung, und in der Bankenbuchhaltung, ja, dann wird man einen Konsens finden und sagen, also diese ganzen blöden Schulden, die uns lähmen, ja, und uns überhaupt keinen Spielraum mehr lassen, die buchen wir einfach aus. Ende. Dann ist das einfach vorbei, diese Tyrannei, die Schuldtyrannei. Gibt es jetzt gerade einen Aufschrei auf der anderen Seite? Nein, sicher nicht. Weil man kann diese Schulden so ausbuchen, dass die, ja, die auf der anderen Seite Forderungen haben, nichts verlieren. Das ist ja der Gag dabei. Deswegen asymmetrische Preise, nicht? Das ist ja das, was ich immer predige. Ja, also ich kann sehr wohl hier jemanden etwas bezahlen, nämlich mit frisch geschöpftem Geld, hallo, ja, und dem anderen lasse ich einfach die Schuld nach. Nicht? Denn heute wird das Geld als Schuld erzeugt. Aber dann ist ja das viele Leid, das dadurch entsteht, völlig unnötig eigentlich. Ne? Es ist unnötig und auf der anderen Seite sollte man Angst vor Schulden sofort weg damit, das ist eine Buchungszeile. Und genauso aber
die Gier nach dem positiven Wert des Geldes. Ich muss jetzt unbedingt ansammeln, sparen für die Rente und für meine Kinder und das und das und das und horten und verstecken etc. Ja? Mhm. Und ich investiere in die besten Aktien, weil dann habe ich dann noch einen Profit. Das verschwindet genauso. Bei den Schulden meinen Sie aber jetzt die Staatsschulden, weil wenn mein Kredit fällig gestellt wird und die Bank meine Wohnung haben will, ja, ist das mit der Angst loslassen wahrscheinlich relativ. Ne? Dann, naja, dann ja, sollte man sich einen guten Anwalt suchen, der von der Sache was versteht. Mhm. Und da gibt es schon sehr spannende Präzedenzfälle. Ja. Also das sollte man auch völlig angstfrei, ja, das einfach einmal durchziehen. Und einmal sagen, erstens, wo ist denn der Kreditvertrag mit meiner Originalunterschrift? Hm? Ja. Und dann gibt es eine Leiter, ja, einzelne Stufen, was man alles abarbeiten kann. Und da kommt man dann an Punkte, wo die Richter selber auch ratlos werden. Mhm. Bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Ingenieur, Herr Professor Doktor, Sie zu Hause. Ja, falls den ein oder anderen Euro für uns übrig haben, es kommt im Anschluss jetzt gleich unsere Spendenadresse. Wir machen das ja sozusagen für Ehre, Lob und Vaterland dabei, also ich und mein Team. Schön, dass Sie dabei waren auf Radio Soul, auf Idealism Prevail, auf YouTube oder auf all unseren Plattformen. Ja, viel gelernt. Danke.